Hallo alle zusammen. Willkommen zur ersten Vorlesung Multimedia Tools. Und hier am Anfang sieht man auch schon gleich eine schöne Anwendung eines Multimedia Tools. Ich nehme nämlich hier die Vorlesung mittels Open Broadcaster Software, OBS, auf. Und das erlaubt mir halt, die Folien zu zeigen und auch mein Webcam-Bild. Und es ist Open Source, also ist ganz praktisch. Okay, so zu den Folien. Mein Name ist Gerald Schuller. Ich werde die Vorlesung hier leiten und in der ersten Vorlesung geht es hauptsächlich um Organisatorisches und Einführung, Motivation. Ja, also zunächst mal so ein kleiner Überblick. Zum Anfang haben wir Altbekanntes, nämlich die Digitalisierung von Signalen, digitale Repräsentation von Medieninhalten und Datenraten und Berechnungen. Also so grundlegende Dinge, die man für digitale Medien braucht. Ja, etwas Organisatorisches. Wir haben hier insgesamt 11 Vorlesungen, wobei das mit der genauen Zahl dieses Semester nicht so ganz klar ist, weil wir etwas verspätet angefangen sind. Und wegen den Corona-Beschränkungen denke ich, dass es dieses Semester auch mit den Vorlesungen wohl komplett online laufen wird. Ansonsten ist es mittwochs von 13 bis 14.30 Uhr im Humboldt-Hörsaal. Und ich würde das auch so planen, dass ich dann zusätzlich zu dieser Online-Vorlesung hier in der letzten halben Stunde des Vorlesungsslots jeweils Frage- und Antwortstunden online machen würde. Und das würde ich dann kurz vorher in Moodle ankündigen, also den Link rumschicken von diesem virtuellen Meetingraum. Ja, auch alle aktuellen Informationen und Vorlesungsunterlagen findet man online, nämlich unter Moodle. Also es sollte sich jeder in Moodle einschreiben und dann nach diesem Kurs suchen, Multimedia Tools. Kann man hier sehen, Institut für Medientechnik, angewandte Mediensysteme und dann kommt man auf Multimedia Tools. Ja. Es gibt auch externe Webseiten, aber die sind nicht so ganz aktuell. Ja, der Abschluss der Lehrveranstaltung, der setzt sich zusammen aus der Bewertung von Moodle-Übungen. Also wir haben da so kleine Quizze in Moodle, die jeweils die letzte Vorlesung abfragen, so ein paar grundlegende Dinge oder kleine Berechnungen. Dann gibt es eine Leistungskontrolle, sprich eine schriftliche Arbeit am Ende und eine Projektarbeit, die sich über das Semester hinweg zieht und die von dem Gunter Kreuzberger betreut wird. Alles drei geht mit ein Drittel in die Endpunktzahl ein. Ja, und weil das eine studienbegleitende Prüfungsleistung ist, muss man sich auch relativ zu Beginn des Semesters anmelden. Und dafür gibt es dann die E-Mail vom Prüfungsamt, die dann sagt, wann die Deadline ist. Ja, wie gerade erwähnt, diese Moodle-Übungen, das sind kurze Fragen zu der vergangenen Vorlesung. Und das wird in der Regel wöchentlich gemacht. Leistungskontrolle ist am Ende des Semesters über die gesamten Vorlesungsinhalte, also eine schriftliche Arbeit. Und dann die Projektarbeit. Das sind Themen aus aktuellen studentischen Arbeiten und Forschungsprojekten. Und daraus sind dann Projektthemen generiert worden. Für jedes Thema gibt es dann entsprechend einen Themensteller und Ansprechpartner und je nach Thema ergeben sich unterschiedliche Anforderungen. Hier sind dann gewisse Mindestanforderungen definiert. Und die Gruppengröße sollte so zwischen 2 und 4 Studierenden liegen. Und die sollen in eigenständiger bearbeitet und mit eigenen Ideen multimedial umgesetzt werden. Genau, also hier zu den Projektthemen gibt es auch eine Einführungsveranstaltung von dem Gunter Kreuzberger. Und die Projektthemen kann man dann auch hier in diesem Link finden.
Ja, damit kommen wir dann zu Medien und Digitalisierung. Eine wichtige Grundlage. Also zunächst, was sind Medien? Hier sind ein paar schöne Beispiele. Angefangen hier 30.000 vor Christus, die Höhlenmalereien, zum Beispiel in Frankreich. Hier sehr schön farbige Tiere auf dem Felshintergrund und dann auch gleich so gemalt, dass die Unebenheiten der Höhlenwände gleich mit ausgenutzt wurden für einen plastischen Effekt. Also schon ganz gut gemacht. Ja, dann 3000 vor Christus, also 20.000 Jahre, fast 30.000 Jahre später, Schriftzeichen hier im alten Ägypten. Dann hier Weiterentwicklung der Schrift und hier ein wichtiger Schritt von, sagen wir mal, Briefen oder Büchern jetzt zum Buchdruck. Das war sozusagen das erste Massenmedium, sodass man mit der Information nicht nur einzelne Leute erreichen konnte, sondern große Gruppen von Leuten. Und deswegen war das hier ein wesentlicher Schritt, die Erfindung des Buchdruckes. Hier ging es dann weiter mit Zeitungsdruck, ein weiteres ist ein schnelles Massenmedium. Hier kommt dann Film zum Tragen durch Aufnahme von vielen Einzelbildern. Also erst wurde die Fotografie erfunden und kurz darauf dann der Film mit Bewegungen. Ja, wie geht es dann weiter? Hier die ersten Fernsehübertragungen müssten das sein. Hier 73 das erste Handy. War damals noch so ein richtig schwerer Klotz. Aber sozusagen schon ein Autotelefon in der Hand damals. Dann 77 kam der Apple II raus, der erste wirklich erfolgreiche Homecomputer, der sozusagen die Digitalisierung des Heimes angeführt hat. Dann ging es weiter mit digitalen Spielen, hier zum Beispiel. Dann Anfang der 80er kam die CD auf. Man erinnere sich, vorher waren es Schallplatten und die arbeiten sozusagen analog. Da sind die Rillen, die auf der Platte sind, sind analog der Schallauslenkung für den Lautsprecher oder vom Mikrofon. Das heißt, wenn man die Schallplatte dreht und dann eine Nadel draufsetzt, dann hört man auch schon den Klang. Braucht man keine Übersetzung. Deswegen auch der Name analog. Das ist anders bei der CD, die hier 81 aufkam. Da sind die Informationen über die Wellen erstmal gewandelt von analog nach digital, sprich umgewandelt in Zahlen. Und diese Zahlen stellen die Werte dar von der ursprünglichen Spannung. Also wir haben hier dann eine Wandlung von der ursprünglichen Spannung unserer Mikrofonwelle oder Lautsprecherwelle. Und statt dass wir jetzt analoge Wellen haben, haben wir jetzt eine Reihe von Zahlen. Und diese Zahlen sind hier auf der CD gespeichert. Und dadurch, dass man Zahlen hat, die ganz diskret sind, ist es auch robust gegenüber Rauschen. Das heißt, wir brauchen bloß, wenn wir mehr Genauigkeit haben wollen in der Darstellung, brauchen wir nur mehr Bits. Und das gibt uns dann mehr Rauschabstand. Also das lässt sich im Digitalen sehr elegant lösen, während im Analogen bedeutet mehr Rauschabstand sehr viel teureres Equipment. Wie es im Digitalen einfach nur heißt, ein paar mehr Bits, was oft nicht so teuer ist. Ja, dann geht es hier weiter mit digitalen Instrumenten. Hier in den 90er Jahren kam MP3 auf. Also da wurde dann auch Audio weit verbreitet, digital. Nachdem hier die CD schon digital war, wurden jetzt auch komprimierte Files für Computer praktikabel. Vorher waren die Daten, die auf der CD gespeichert waren, einfach zu groß für die damaligen Computer. Aber mit MP3 war es praktikabel, jetzt eine ganze Bibliothek von Songs auf seiner Festplatte zu haben. Und später dann halt auf seinem Smartphone oder auf seinem portablen MP3-Player. 2008 kam dann hier das iPhone raus. Sozusagen das prototypische Smartphone mit vielen Funktionen und unter anderem auch dem iTunes, was auch erlaubte, gleich auf dem Gerät Songs zu kaufen.
Und es waren nicht nur einige wenige, sondern auch ziemlich viele. Und das war sozusagen ein Durchbruch für Apple, dass man auf die Weise legal und auf dem Gerät einfach Songs kaufen konnte und abspielen konnte. Ja, das Ganze gab es dann auch für Video etwas später, weil man für Video mehr Rechenleistung braucht. Und das Ganze verschiebt sich dann noch mehr und mehr ins Internet durch Streaming, durch die leistungsfähigen Internetverbindungen mit hohen Bitraten wird es halt möglich, nicht nur Audio zu streamen, im Webradio zum Beispiel, sondern auch Video. Und das ist ein Prozess, der läuft und auch so weitergeht. Und deswegen, da tut sich auch noch einiges und da kann man dann auch selber noch mitmachen. Ja, zunächst mal ein paar Begriffe zur Definition. Multimedia hier ist erstmal eine Kombination aus statischen und/oder dynamischen Medien, die in einer Anwendung interaktiv gesteuert und gleichzeitig angezeigt werden können. Beispiele sind Kombinationen von Text und Video oder Audio und Animation. Ein Medium oder Medien sind verschiedene spezifische Darstellungsformen von Informationen für den Benutzer, zum Beispiel Text, Grafik, Video, Animation und Audio. Statische Medien sind dabei Medien, bei denen sich die Darstellung nicht mit der Zeit ändert, wie bei Text und Bild. Dynamische Medien sind dabei Medien, bei denen sich die Darstellung mit der Zeit ändert, zum Beispiel Video, Musik und Animation. Ja, warum überhaupt Digitalisierung? Mit den analogen Schallplatten ging es ja im Prinzip auch. Nun, Digitalisierung hat ein paar entscheidende Vorteile. Vorhin habe ich schon einen genannt, nämlich die Rauschfestigkeit. Ein wesentliches Prinzip hier ist dafür das sogenannte Mooresche Gesetz, was bedeutet, dass die Mikroelektronik immer kleiner wird, immer leistungsfähiger und immer billiger. Und im Digitalen können wir einen digitalen Fehlerschutz anwenden, der eine exakte Rekonstruktion ermöglicht. Also Störfestigkeit. Wir können im Prinzip mit einer beliebigen Genauigkeit verarbeiten. Und das ist, was ich vorhin meinte mit, wir können einfach nur mehr Bits anfügen und dann haben wir eine höhere Genauigkeit, ohne dass es wesentlich mehr kostet. Das ist ein wesentlicher Unterschied auch zum Analogen. Dann haben wir eine einheitliche und komplexe B- und Verarbeitung der Information, die möglich ist dadurch, dass wir jetzt auch leistungsfähige Prozessoren darauf ansetzen können. Wenn wir das Signal digital haben als eine Folge von Zahlen, dann können wir auch mit Mikroprozessoren, die auch immer leistungsfähiger werden, immer kompliziertere Algorithmen auf diesen Zahlen rechnen lassen. Und dadurch zum Beispiel Kompression, starke Kompression ohne große Qualitätsverluste durchführen. Ja, hier eine Illustration für das Mooresche Gesetz. Na, hier sehen wir zwei Plots. Zwei ziemlich alte Plots, die noch aus den 60ern wahrscheinlich sind oder 70ern hier. Und hier sieht man die Anzahl der Komponenten pro integriertem Schaltkreis. Ein integrierter Schaltkreis, das sind diese kleinen, so nagelgroßen, schwarzen Kästchen, die man auf Computerboards auch sehen kann zum Beispiel. Und in diesen Kästchen sind viele, viele Transistoren untergebracht und jeder Transistor ist sozusagen ein elementares Schaltelement. Je mehr, desto leistungsfähiger. Und hier sieht man dann vertikal relative Manufacturing Costs, also die Kosten pro Komponente, also sprich pro Transistor. Und hier sieht man, dass sich das über die Jahre verschoben hat zu einer größeren Integrationsdichte. Also hier haben die geringsten Kosten bei dieser Integrationsdichte. Und hier sehen wir 10 hoch 3 Komponenten pro integriertem Schaltkreis in 1970, also 1000 Transistoren auf einem Schaltkreis. Und inzwischen ist das viele, viele Millionen. Also diese Kurve ist tatsächlich immer so weitergegangen. Ja, in dieser Kurve sehen wir jetzt von 1959 bis 75 das Log2 of the number of components per integrated function. Also hier sieht man dann, wie viele Komponenten wir auf einem Schaltkreis haben. Und das hier ist die Zweierpotenz.
Also hier haben wir 1 ist 2 hoch, heißt hier jetzt 2 hoch 1, also 2 Elemente. Dann 10 wäre, 2 hoch 10 wäre 1024 Elemente und so weiter. Das heißt, hier haben wir immer eine Verdopplung. Und hier sehen wir, das geht so bis 65. Das heißt, an der Stelle, da hat der Mohr sich überlegt, dass das so weitergehen könnte und ist damit auf sein Mohr's Law gekommen, sein Mohrsches Gesetz. Das im Prinzip besagt, dass wir uns, ich glaube, alle anderthalb Jahre, ja, Verdopplung der Schaltkreiskomponenten oder Transistoren alle 24 Monate. Das kann man aus dieser Kurve ablesen. Ja, und die Kosten pro integrierter Schaltkreis, die ändern sich nicht so stark. Das heißt, die Kosten pro Transistor sind am Fallen. Und das heißt, die Kosten pro Komponente ist invers proportional zur Anzahl der Komponenten. Und bei weiter steigender Packungsdichte steigen die Kosten. Das sieht man hier. Und das heißt, wenn man die Technik an die Grenzen treibt, dann wird es dann doch wieder teuer. Ja, aber insgesamt sieht man hier an dieser Kurve, dass das Minimum rapide ansteigt. Ja, und das ist auch gut für die Medientechnik, weil wir kriegen immer leistungsfähigere Prozessoren für immer geringeren Preis oder nicht viel anderen Preis. Hier kann man das auch für CPUs sehen, für Mikroprozessoren. Hier haben wir das Jahr und hier haben wir die Anzahl der Transistoren vertikal. Und hier sind die verschiedenen Typen über die verschiedenen Jahre. Und wir sehen, das hält sich tatsächlich ziemlich gut an diese Kurve, die der Roger Moore vorhergesagt hat. Also es geht tatsächlich ungefähr so weiter. Naja, und das ist auch ein Gesetz, an dem sich dann die Technologieentwickler selber orientiert haben. Die konnten somit ziemlich gut planen, wie die Technik, sagen wir, in 2 oder 4 Jahren ist und konnten dafür dann schon entsprechende Geräte und Software entwickeln. Also das ist schon ganz praktisch, wenn man so ein Gesetz hat. Auf die Weise ist da auch so eine gewisse eine selbsterfüllende Prophezeiung geworden. Ja, hier nochmal eine Entsprechung über die Miniaturisierung. Nicht? Das leitet sich praktisch aus dem Mooreschen Gesetz ab. Wenn wir einfach nur annehmen, dass wir eine bestimmte Anzahl von Transistoren haben, dann sehen wir, wie der Platzbedarf dann immer weiter schrumpft. Nicht? Das folgt daraus. Hier sehen wir zum Beispiel so einen winzigen kleinen Computer. Ja, ähnliches kann man auch bei der Festplattenkapazität beobachten, dass wir auch hier so eine exponentielle Steigerung der Kapazität haben. Deswegen hier die logarithmische Achse, die logarithmische vertikale Achse. Und wenn etwas auf dieser logarithmischen Achse als gerade erscheint, dann wissen wir, dass wir hier ein exponentielles Wachstum haben. Das heißt, hier haben wir immer einen Faktor 10. Von hier unten von 0,001 bis 0,101 ist ein Faktor 10. Dann auf der gleichen Entfernung darüber haben wir 0,1, wieder ein Faktor 10, gleiche Faktor drüber, wieder ein Faktor 10 und so weiter. Also hier kann man dann auch ungefähr beobachten, dass wir so, ich glaube, alle 2 Jahre vielleicht eine Verdopplung hinkriegen oder ja, ungefähr alle 2 Jahre. Na, passt auch wieder ganz gut. Ja, damit kommen wir zu ein paar Wiederholungen. Sprich, das ist, was wir denken, dass ihr schon alle wisst. Hier sieht man jetzt den Audiofrequenzbereich, also der Bereich fürs menschliche Gehör. Und hier sehen wir hier unten die Frequenz. Und die läuft hier von etwas unter 20 Hertz bis etwas über 16.000 Hertz. K, großes K bedeutet hier 1000, 16.000 Hertz. Etwas drüber. Und da hört bei den meisten Menschen halt der Hörbereich auf. Also für die meisten Menschen ist das hier in diesem Bereich, so zwischen 16 und 20 Kilohertz, dass da Schluss ist. Und wenn man älter wird, dann sinkt diese Grenze immer weiter, bis man schwerhörig wird. Ja, und hier sehen wir auch, welche Instrumente oder Quellen diese Frequenzen erzeugen. Hier oben Stimmen sieht man da, Male, also männlich, female, weiblich. Hier der Frequenzbereich von Stimmen oder von Sprache von diesen beiden. Ist also hier im Bereich von rund 100 Hertz bis, na sagen wir so, 2 bis 4 Kilohertz kann man sagen. Im Telefon
wird ungefähr so 100 bis 3 Kilohertz übertragen oder 3,5 Kilohertz in diesem Bereich. Dann sind hier ein paar verschiedene Instrumente, also hier perkussive Instrumente, die haben meistens einen etwas breiteren Frequenzbereich, deswegen gehen sie auch sehr hoch. Dann haben wir hier Blaselemente, Trompete zum Beispiel hier, ganz ähnlichen Frequenzbereich wie Sprache. Dann Windinstrumente, kann man hier sehen, hier Bass und Piccolo, Stringelemente, also Saiteninstrumente, hier Gitarre, Violine und hier eine Orgel. Die Orgel hat einen unwahrscheinlich breiten Frequenzbereich. Und hier sieht man dann die Zuordnung zu einem Keyboard mit der üblichen Notennotation. Genau, also man kann sagen, dass der mittlere Frequenzbereich so 300 Hertz bis 2 Kilohertz ist. Darunter von 60 bis rund 300 Hertz ist Bass. Und von so 16 bis 60 Hertz haben wir einen Sub-Bass. Über Midrange haben wir dann hier von 2 Kilohertz bis 6 Kilohertz die High-Mids. Und über 6 Kilohertz haben wir dann die High-Frequencies, die hohen Frequenzen. Ja, also das ist der hörbare Bereich. Und es gibt ja auch noch die elektromagnetischen Wellen, die sind für die Übertragung wichtig. Die hören wir zwar nicht, aber die können wir dann für die Übertragung verwenden. Und elektromagnetische Wellen können wir auch fühlen in Form von Infrarot. Wir haben ja den sichtbaren Frequenzbereich, der ist hier. In diesem kleinen schmalen Fenster hier haben wir den sichtbaren Bereich und wir sehen hier auf dieser vertikalen weißen Skala die Wellenlängen bzw. Frequenzen. Also hier rechts haben wir die Wellenlänge in Meter. Wir sehen hier das unwahrscheinlich klein, 10 hoch minus 6 für das sichtbare Licht. Sprich ein Mikrometer, ein Millionstel Meter ist das hier. Winzig kleine Wellenlängen. Und entsprechend riesige Frequenzen hier, 10 hoch 14 bis 10 hoch 15. Und das zeigt auch, dass das sehr gut für hohe Datenraten geeignet ist, was für Lichtfaserübertragung auch genutzt wird. Genau, alles, was unterhalb des sichtbaren Lichtes ist, infrarote Strahlung im Prinzip. Und das ist, was wir auch als Wärmestrahlung fühlen können. Zum Beispiel, wenn wir die Hand auf einen Heizkörper oder in die Nähe eines Heizkörpers bringen, dann können wir schon fühlen, dass es warm ist. Und das ist im Prinzip diese Infrarotstrahlung, die wir fühlen können. Ja, und da gehört im Prinzip auch dieser ganze Bereich darunter dazu. Hier Radarwellen, Mikrowellen, Mobilfunk. Mikrowellen zeigen auch wieder die Verbindung zu Wärme. Mikrowellen sind sozusagen extrem langwellige Infrarotstrahlung und die werden mit hoher Leistung dann in einem Kasten auf unser Essen geleitet und das heizt dann das Essen auf, weil es halt im Prinzip Wärme ist. Ähnlich auch Mobilfunk, nur dass das sehr viel geringere Leistung ist. Beim Mikrowellenofen haben wir so 1000 Watt grob gesagt. Beim Mobilfunk, unser Handy, unser Smartphone gibt eine Leistung von ungefähr 0,1 Watt ab, also ein Zehntausendstel. Und deswegen fühlen wir da auch nicht viel Wärme, weil das so wenig Leistung ist. Und diese Wärmcharakteristik, das wird auch in dieser Strahlungskennzahl von Handys oder Smartphones angegeben. Das muss halt nur gering genug wärmen, dann sagt man, dass es harmlos ist. Naja, also schon allein die Leistung sagt, dass da nicht viel passieren kann. Interessanterweise strahlt jeder von uns als menschlicher Körper auch ordentlich Infrarotstrahlung ab, also elektromagnetische Wellen, so ungefähr von einer Leistung von 80 Watt. Sprich ungefähr so 100 mal so viel wie unser Smartphone. Das heißt, auch wir sind recht kräftige Strahler von elektromagnetischen Wellen. Ansonsten wird es uns auch schlecht gehen, weil der Körper dann kalt wäre. Ja, und dieser Bereich hier unten, Mikrowellen und darunter, wird verwendet für die Übertragung von Medien, Multimedia, Internet, Datenübertragung, Rundfunk. Spielt sich hier alles in diesem Bereich ab: Mikrowellen, Mobilfunk und Ultrakurzwellen.
Früher wurde auch viel der Kurzwellenbereich verwendet für weltweite Kommunikation aus Zeiten vor dem Internet. Das wird teilweise auch immer noch gemacht. Wenn man ein Kurzwellenradio hat, kann man immer noch weltweit Sender hören. Ist allerdings recht unzuverlässig und mit sehr geringer Audioqualität. Und deswegen ist es nicht so beliebt. Höchstens in Gegenden, wo es kein Internet gibt. Ähnlich Mittelwelle. Mittelwellenradio wurde in Deutschland ja vor ein paar Jahren schon abgeschaltet. Langwelle noch nicht. Langwelle hat auch den Vorteil, dass es eine relativ große Ausbreitung hat. Man kann mit einem Sender mehrere Länder abdecken, allerdings auch wieder mit einer sehr schlechten Audioqualität. Ja, und hier unten haben wir die Netzfrequenz, sprich das, was aus der Steckdose kommt, hat auch eine Frequenz, nämlich nur 50 Hertz. Damit sind wir im Sub-Bass. Genau, also damit haben wir die Frequenzen. Genau, ich wollte noch sagen, hier kann man auch sehen, dass dieser Frequenzbereich von 3 Hertz bis zu astronomisch hohen Frequenzen ist. Also ein extrem großer Bereich. Deutlich größer als der Bereich, den wir hören konnten. Von ungefähr 16 Hertz bis 16.000 Hertz, grob gesagt. Da haben wir nur einen Faktor von 1000 von unten bis oben. Hier haben wir einen Bereich über viele, viele Größenordnungen. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Ja, das heißt, in dem Sinne macht es uns Audio leicht. Wir haben einen relativ schmalen Frequenzbereich. Ja, und hier zur Digitalisierung, also sprich die Wandlung von analog zu digital. Wir haben ja ein Signal, was vom Mikrofon kommt. Aus einem Mikrofon kommen zwei Kabel. Plus und Minus zum Beispiel oder Wechselstrom. Wir brauchen immer zwei Pole. Und aus dem Mikrofon kommt dann im Wechseltakt unser Sprachsignal, wenn wir da reinsprechen. Und die Spannung, die aus dem Mikrofon kommt, die sieht zum Beispiel so aus, wie wir es hier sehen. Hier haben wir die Zeit mit irgendeiner Einheit. Kann Millisekunden sein zum Beispiel. Und hier eine Spannung. Kann zum Beispiel Volt sein. Das ist, was aus dem Mikrofon kommt. Jetzt schließen wir es an eine Soundkarte an und die Soundkarte wandelt jetzt diese Spannung an bestimmten Zeitpunkten um in diskrete Spannungswerte, die als ganze Zahlen dargestellt werden. Das sieht man hier. Also erstmal haben wir zeitdiskret. Wir messen die Spannung, die vom Mikrofon kommt, nur hier in dem Beispiel jede Millisekunde. Und hier sehen wir jetzt, dass die Spannung auch noch gerundet wird auf das nächste ganzzahlige, den nächsten ganzzahligen Wert, den wir hier bekommen. Und der wird hier binär dargestellt. Hier haben wir in diesem Fall 3 Bits. Mit 3 Bits können wir 8 Werte darstellen, von 0 bis 7. Und das heißt, wir müssen hier diesen Spannungsbereich unterteilen in diese 8 Intervalle. Und dann runden wir sozusagen immer auf den nächsten verfügbaren Spannungswert. Das ist dann zeitdiskret und wertediskret. Das müsste hier 8 heißen, 8 Stufen. Ja, dieses Abtasten können wir jetzt aber nicht beliebig machen, also dieses Messen zu bestimmten Zeitpunkten, sondern wir müssen gucken, wie schnell sich das Signal ändert. Wenn sich das Signal schnell ändert, diese Frequenz sehr hoch ist aus dem Mikrofon, dann müssen wir auch oft genug abtasten, damit wir jede Änderung mitkriegen. Und wie genau wie oft wir abtasten müssen, das sagt uns das Abtasttheorem nach Nyquist-Shannon. Und das sagt, ein kontinuierliches Signal mit einer minimalen Frequenz fmin und einer maximalen Frequenz fmax, also einer Bandbreite b, muss mindestens mit 2-mal b abgetastet werden, damit aus dem zeitdiskreten Signal wieder das Ursprungssignal exakt rekonstruiert werden kann. Das sieht man hier grafisch. Hier horizontal wird die Frequenz angezeigt. Also hier ist in der Mitte ist Frequenz 0. Hier haben wir positive Frequenzen. Hier haben wir negative Frequenzen. Der Unterschied zwischen positiven und negativen Frequenzen ist hier jetzt erstmal nicht so wichtig. Interessant ist, dass hier dieses blaue Signal, was dem Spektrum des Signals von dem Mikrofon entspricht, auch nochmal verschoben um die Abtastfrequenz herum erscheint. Und hier sehen wir dann,
das Signal am Mikrofon, das hat hier das Spektrum für die positiven und auch für die negativen Frequenzen. Das nehmen wir jetzt erstmal so hin, dass das so ist. Und wenn ich das verschiebe, dann werden halt beide Bereiche mitgeschoben. Und das heißt, das, was vorher bei den negativen Frequenzen war, erscheint hier jetzt unterhalb unserer Abtastfrequenz und kann sich eventuell überschneiden mit dem oberen Bereich des ursprünglichen Spektrums. Und damit es nicht passiert, müssen wir halt die Bandbreite begrenzen hier auf, ja, wenn das hier zweimal B ist, dann muss das hier B sein. Oder FS muss zweimal B sein, damit sich das hier nicht überschneidet. Hier kann man sehen, wenn FS 2B ist, dann ist dieser Abstand von 0 bis B hier und es passt. Das heißt, so kann man sehen, dass wir mit der doppelten Frequenz abtasten müssen als die Obergrenze für unser Audiosignal. Hier die Obergrenze, die Frequenz Fmax unseres Audiosignals gegeben, dann wissen wir, wir müssen mit zweimal Fmax mindestens abtasten, damit wir es wieder exakt rekonstruieren können. Ja, also diesen Faktor 2 muss man sich merken. Hier ein paar Beispiele für Abtastraten oder Abtastfrequenzen. Und das, wie man sieht, hängt auch von der Anwendung ab. Telefonie, sehr alte Anwendung. Da haben wir eine obere Grenzfrequenz von 3,4 Kilohertz und können deswegen die Abtastfrequenz auf 8 Kilohertz setzen. Das ist also oberhalb dem Doppelten. Das Doppelte von 3,4 wäre also 6,8. Und so haben wir noch ein bisschen Reserve bis der 8 Kilohertz. Bei CD sagen wir, wir haben die Obergrenze von 20 Kilohertz und hier wieder mehr als das Doppelte für die Abtastrate. Also hier auch wieder so ein bisschen Reserve. Ähnlich bei Digital Audio Tape, das ist auch mehr so aus den 90er Jahren, als Speicher noch nicht so groß und nicht so billig war. Da wurde das Digital Audio Tape verwendet, also ganz ähnlich wie vorher die analogen Kassetten. Wurden dann spezielle Kassetten genommen und auf die dann Bits aufgezeichnet, statt das analoge Signal. Das wurde abgetastet mit 20 Kilohertz oder die Obergrenze ist 20 Kilohertz und wurde abgetastet mit 48 Kilohertz, also etwas mehr als die CD. Dann haben wir hier Digital Audio Broadcast, DAB, das ist das Digitalradio, im Prinzip der Ersatz für UKW-Rundfunk. Und hier haben wir wieder. Hängt so ein bisschen von der Kompression ab, könnte 20 Kilohertz sein und wir könnten mit 48 Kilohertz abtasten. In dem System ist es tatsächlich variabel. Also hier deswegen auch dieses Sternchen. Wir haben hier Wahl verschiedener Abtastraten und ganz ähnlich hier auch in DAT. Dann hier DVD-Video oder Blu-ray haben wir auch verschiedene Abtastraten zur Verfügung. PC genauso, das kann ein breiter Bereich sein. 44,1 sehr gebräuchlich, 48 Kilohertz ist sehr gebräuchlich. 96 gibt es auch, ist ungewöhnlich. 192 Kilohertz ist noch ungewöhnlicher und hauptsächlich in Studios sinnvoll. Ja, hier die Anzahl der Quantisierungsstufen. Vorhin hatten wir gesehen, wir hatten 3 Bit, was uns 8 Stufen gibt. Nur zur Veranschaulichung, was tatsächlich benutzt wird, ist 8-Bit. 8-Bit wird hauptsächlich für Telefonie verwendet mit ungleichförmiger Stufenhöhe. Also es ist immer noch sehr verbreitet. Die ersten PC-Soundkarten hatten 8-Bit gleichförmig, das wird eigentlich nicht mehr verwendet. Das hier ist das Übliche, 16-Bit gleichförmig, das wird für CDs verwendet, auch auf, nicht nur auf älteren PC-Soundkarten. Neuere Soundkarten haben aber auch noch mehr Möglichkeiten. Oder auch DVD-Audio oder professionelle Tonstudio-Technik. Also 16-Bit und 64-Bit, 24-Bit sind auch noch gebräuchlich. Ja, dann etwas zum Üben, zum Nachrechnen. Ist sehr wichtig, dass man sich die Dinge mal ausrechnen kann. Auch zur eigenen Vorhersage oder Planung. Also zum Beispiel hier die Audiodatenraten einer Audio-CD.
Also Audio-CD, da haben wir die Rohdaten, das heißt, wir haben da wirklich die einzelnen Abtastwerte, die eintrudeln sozusagen mit 44,1 kHz Abtastfrequenz. Und jeder Abtastwert ist mit 16 Bit aufgelöst und davon haben wir zwei, weil es Stereo ist. Wie viel Bit oder wie viel Megabyte pro Sekunde sind das? Wir wollen zum Beispiel eine Übertragungsstrecke uns einrichten und wir müssen dann planen, dass wir genug Übertragungsrate zur Verfügung stellen. Ja, wie rechnen wir das aus? Zunächst wissen wir, dass wir 44.100 Abtastwerte pro Sekunde haben. Und jeder dieser Abtastwerte hat 16 Bit. Das heißt, wir müssen jetzt 44.100 multiplizieren mit diesen 16 Bit. Und weil wir zwei Kanäle davon haben, müssen wir es noch mit 2 multiplizieren. Also recht einfach. Das sieht man hier. Wir haben also 44.100 Abtastwerte pro Sekunde mal 16 Bit pro Abtastwert mal 2 mal 1 Byte pro 8 Bit. Ne? Müssen wir nochmal durch 8 Bit teilen. Und dann kommen wir hier auf 176.400 Byte pro Sekunde. Und das kann man nochmal umrechnen in Minuten, indem wir es mit 60 multiplizieren. Und dann kommen wir hier auf rund 10 Megabyte pro Minute. Das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Also eine Minute, 10 Megabyte. Das heißt, wenn man einen Song hat, sagen wir 4 Minuten, dann kommen wir auf 40 Megabyte für einen Song von 4 Minuten. Das zeigt auch, dass Kompression sinnvoll ist. Ja, Kompression wird zum Beispiel auch beim Internetradio verwendet. Hier IP-Radio genannt. IP steht für Internetprotokoll. Ja, und dieses Internetprotokoll wird halt im Internet verwendet für Streaming auch. Das heißt, wenn wir jetzt eine Radiostation streamen, verwenden wir das Internetprotokoll. Und deswegen wird das IP-Radio genannt. Und damit wir das Netz nicht über Gebühr belasten, verwenden wir Kompression. Und hier sehen wir dann zum Beispiel, das ist ein realistischer Wert, 128 Kilobit pro Sekunde. Und das ist deutlich weniger als das, was wir hier kriegen. Hier sehen wir 176.000 Byte pro Sekunde. Das wäre das Achtfache in Bit pro Sekunde. Sprich, da wären wir bei 1,4 rund bei 1,4 Megabit pro Sekunde. Und das hier ist weniger als ein Zehntel. Nicht? Also diese 128 Kilobit, das ist üblicherweise für Stereo, weil Internetradio hätte auch gerne Stereo und das funktioniert auch mit diesen 128 Kilobit. Das heißt, durch die digitale Kompression sind wir dann in der Lage, die Datenrate über das Netz auf weniger als ein Zehntel zu reduzieren. Und das ist schon ganz wesentlich. Und das macht Internetradio zumindest am Anfang überhaupt erst möglich. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, wenn wir jetzt eine Stunde lang am Internetradio hören, wie viel Megabyte haben wir denn gestreamt? Also nehmen wir mal an, wir wollen das aufnehmen auf unserer Festplatte. Wie viel Megabyte müssen wir dann auf der Festplatte zur Verfügung stellen? Ja, wie kann man das ausrechnen? Müssen im Prinzip nur diese Bitrate hernehmen und mit der Zeit multiplizieren. Also hier 128.000 Bit pro Sekunde mal 60 Sekunden mal 60 Minuten. Und für ein Byte teilen wir es dann wieder durch 8 und für Megabyte teilen wir es durch 1000. Was sehen wir denn hier? Eine Stunde sind 3600 Sekunden. Das heißt, wir multiplizieren dann diese 128 Kilobit pro Sekunde mal 3600 Sekunden, kommen wir dann auf 460 Megabit. Also hier, wenn wir diesen Faktor nochmal durch 1000 teilen, dann kommen wir hier auf die Megabits. Mega steht für Millionen, Kilo steht für 1000. Und wir wissen ja, eine Million ist 1000 mal 1000. Und hier sehen wir dann diese 460 Megabit. Können wir noch durch diese 8 Bit pro Byte teilen und dann kommen wir auf 57,6 Megabyte. Das heißt, wenn wir jetzt eine Stunde Internetradio streamen, aufnehmen wollen mit den 128 Kilobit pro Sekunde, brauchen wir
mindestens diese 57,6 Megabyte auf unserer Festplatte frei. Ja, dann zu Bildern oder Videos. Die gibt es auch in verschiedenen Auflösungen, ganz ähnlich wie auch Audio mit den verschiedenen Abtastraten und Bitanzahlen. Hier Digitalkameras haben zum Beispiel 20 Megapixel, hier 6000 mal 3000 Pixel. Foto-CD kriegen wir eine Auflösung von 3072 mal 2048. Handybildschirm, ganz verschieden. Hier sind die Standard-TV-Formate. Also hier, das hier ist das übliche Full HD. 1080 mal 1920 Punkte. Also hier 1080 Zeilen und P heißt Progressive, was heißt, dass jedes Bild komplett dargestellt wird. Das Gegenstück dazu ist Interlaced, das heißt, jedes Bild enthält entweder nur die geraden oder die ungeraden Zahlen und die werden dann ineinander verschränkt. Ja, also das ist der augenblickliche Standard. Hier 720p, das ist die etwas ältere Version. Und hier PAL Plus, das entspricht der früheren analogen Auflösung ungefähr. Und dann gibt es neuerdings auch UHD, Ultra High Definition. Da haben wir jetzt 2160 Zeilen pro Bild. Ja, Kennwerte bei Video sind hier die Größe oder die Luminanzauflösung in Pixel oder Bildpunkten. Hier sehen wir verschiedene Auflösungen, ähnlich wie wir es gerade auch gesehen haben. Hier, das ist die übliche HD-Auflösung, HDTV. Dieses Common Intermediate-Format CIF ist ein älteres Format und das ist standardisiert für Videokonferenzen. Heute ist aber auch HD üblich. Und die Farbtiefe für digitales Video ist 24 Bit oder genau genommen 3x8 Bit. Wir haben ja die drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau. Und für jede dieser Farben haben wir eine Helligkeitsauflösung von 8 Bit. Und 3x8 sind halt diese 24. Und damit kriegen wir halt 60 Millionen Farben und Helligkeiten. Also es sind nicht nur Farben, sondern da stecken auch die Helligkeiten drin. Ja, weitere Kennwerte. Hier haben wir eine sogenannte Tastfrequenz. Das ist die Bildauflösung oder die Feinheit der Rasterung, also die Punktdichte. Und das hängt auch mit der Ortsfrequenz genannt zusammen. Und das wird so genannt, weil es zweidimensional ist, horizontal und vertikal, so wie man es bei Bildern braucht. Und da haben wir die Einheit in Dots per Inch, DPI, wobei ein Dot einem Pixel entspricht. Ein Dot wäre auf einer gedruckten Seite, zum Beispiel bei einem Drucker, Pixel ist an einem Bildschirm. PC-Bildschirme haben üblicherweise so 75 bis 100 DPI. Ein Handybildschirm kann deutlich mehr sein. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Und Drucker geht auch so hoch, so 300 bis 1200 DPI. Also Drucker können auch ziemlich gut sein. Und hier sieht man mal so einen Vergleich von 5 DPI bis 72 DPI. Ja, ganz ähnlich jetzt mit der Anzahl an Bits pro Pixel. Bei rein schwarz-weiß hätten wir nur ein Bit. Ganz simpel. Jedes Bit hat wirklich nur ein Bit, entweder an oder aus, entweder weiß oder schwarz. Und tatsächlich kann man da auch Graustufen mit darstellen, mit dem sogenannten Dithering. Das heißt, wenn man hellgrau etwas darstellen will, dann macht man ab und zu mal ein paar schwarze Punkte hier, die kann man sehen. Wenn es dunkler grau oder schwarz sein soll, dann hat man die Punkte dichter beieinander. Und wenn man jetzt genügend Abstand hat, genügend Betrachtungsabstand, dann kriegt man tatsächlich Grauschattierungen. Und so wurde es auch lange mit dem Zeitungsdruck gemacht und wahrscheinlich teilweise immer noch. Und hier haben wir entsprechend mehr Bits. Hier 4 Bit und hier 24 Bit. Das heißt, da kriegen wir immer bessere Farbauflösung dahin. Ja, dann die zeitliche Auflösung. Das ist die Anzahl der Bilder pro Sekunde in Frames per Second oder auch Hertz.
Und da haben wir im Kino 24 Frames per Second, also 24 Bilder pro Sekunde, aber mit der doppelten Wiedergaberate. Sprich, jedes Bild wird zweimal wiedergegeben, um die Flimmerrate zu verringern, also damit es weniger flimmerhaft aussieht. Ja, das soll also Ruckeln und Bewegungsunschärfen bei 3D-Filmen reduzieren. Dann im Digitalfernsehen haben wir 25 Bilder pro Sekunde. Jedoch haben wir eine Anwendung des sogenannten Zeilensprungverfahrens. Dadurch haben wir 50 Halbbilder pro Sekunde. Ein Halbbild enthält die geraden Zeilen, ein anderes Halbbild die ungeraden Zeilen und nach jeweils zwei übertragenen Halbbildern werden sie dann interleaved, zusammengeschachtelt und dann kriegen wir ein komplettes Bild. Wie schon erwähnt. Und Progressive Scan, das P heißt, dass wir jedes Mal ein komplettes Bild übertragen. Computermonitore haben so 75 Hertz, 75 Bilder für Flimmerfreiheit, aber auch deutlich höhere Bildwiederholraten sind üblich. Größer 90 Hertz zum Beispiel. Ja, bei Videokonferenzen können wir uns jetzt eine Datenrate ausrechnen für unkomprimiert. Das ist auch ganz interessant. Zeigt auch wieder die Wichtigkeit von Kompression. Also nehmen wir an, wir haben 30 Frames pro Sekunde für unsere Videokonferenz. Nur ein winzig kleines Bild von 352 mal 288 Pixeln, aber voller Farbauflösung von 24 Bit pro Pixel. Was für eine Datenrate kriegen wir dann? Wie viel Megabit pro Sekunde sind das? Ja, müssen wir wieder multiplizieren. Also hier ein Bild hat 352 mal 288 Pixel. Das haben wir 30 Mal pro Sekunde, wir müssen es also mit den 30 multiplizieren. Und jedes Pixel hat 24 Bit, wir müssen es also noch mit der 24 multiplizieren. Und wenn wir Megabit rauskriegen wollen, müssen wir es dann noch durch 1000 teilen. Ja, das sehen wir hier. Ein Frame hat 100.000 Pixel rund. Dann multiplizieren wir das Ganze noch mit 30, dann mit 24. Dann kommen wir hier auf rund 73 Millionen Bit, können es also dann noch durch 1 Million teilen, dann kommen wir hier auf 73 Megabit und hier das große M wurde jetzt nicht für 1000 verwendet, sondern 1024. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen verwirrend, weil meistens ist das große M wirklich für 1000, aber manchmal in der Computertechnik ist es auch 1024 und das große M ist dann eben 1024 mal 1024. Ja, das sieht man hier. Also meistens ist ein Megabit 1000 Kilobit, aber in der Computertechnik wird es manchmal mit 1024 angesetzt, eben weil 1024 genau 2 hoch 10 ist. Und das passt eben sehr gut in die Computertechnik, wo man immer Binärleitungen hat. Ja, deswegen hier dieser gewisse Unterschied. Ja, also beim Video haben wir gerade gesehen, unkomprimiert in dem ZIP-Format haben wir 70 Megabit pro Sekunde. Ziemlich hoch. Also das kriegt man noch nicht mal über gute DSL-Leitungen rüber. Dann aber MPEG-2 für Fernsehqualität. Also eigentlich bessere Qualität als dieses ZIP-Format, deutlich besser. Aber mit Kompression kriegen wir es runter auf 9 Megabit pro Sekunde. Also hier wieder dieser Faktor ungefähr 10. Und H.264, da haben wir einen Bereich, also das ist ein Standard, der auch wieder in MPEG definiert ist, also ist Teil von MPEG 2. Da haben wir einen Bereich von 80 Kilobit pro Sekunde, der für so Videokonferenzen, wo man wirklich nur einen Kopf sehen kann, gedacht ist, bis 960 Megabit pro Sekunde reicht. Das wären so Studioanwendungen. Also ein extrem großer Bereich. Bei Audio haben wir dann, wie schon gesehen, bei einer Audio-CD kommen wir hier auf 172 Kilobyte pro Sekunde oder 1,4 Megabit pro Sekunde. Bei MP3 haben wir bei ähnlicher Qualität 128 Kilobit pro Sekunde und bei AAC, das ist der Nachfolgestandard, bei ähnlicher Qualität 64 Kilobit pro Sekunde, also hier nochmal ein Faktor 2. Also das zeigt, wie mächtig Kompression ist und wie wichtig auch für die Übertragung.
Ja, hier nochmal diese Unterscheidung zwischen Kilo oder sogenannten Kibi. Das bezieht sich denn hier auf diese 1024. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so wesentlich, aber es ist, man muss es wissen. Hier, das wird dadurch auch gekennzeichnet, dass man hier ein KI hat statt nur das K. Das heißt, wenn ein KI steht, dann muss man hier diese 1024 einsetzen. Also man muss sich dem bewusst sein und ansonsten finde ich das eher so ein bisschen verwirrend, aber wenn man es kennt, dann ist es nicht mehr verwirrend. Ja, und man muss sich merken, ein Byte sind immer 8 Bit. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und ich wollte noch sagen, in der letzten halben Stunde unserer üblichen Vorlesungszeit plane ich dann auch eine Frage- und Antwortstunde online und dazu werde ich auch noch was rumschicken via Moodle. Okay, ja, dann bis dann online. Ciao, ciao.